Wusch. So, hier ist... Hier ist schon mal der... Aua! Na, komm schon, ich muss vor dich! Blödes Ding. Ach, Mann. Na gut, machen wir's anders. Fallout 4. Oh, nein! Ach, komm schon, nee. Was? Wieso stirbt der da? Geräuschkulisse auch keine Folge leisten, oder? Voll den Schneeball angedotzt. Nochmal direkt. Na warte, was gleich kommt. Oh nein, jetzt bin ich da runtergefallen. Das wollte ich nicht. Den 100-Münzenstein hattest du ja schon. Den 100-Münzenstein hatte ich zum Glück schon, ja. Ja, das lese ich jetzt nicht vor, die... Schetatuen... Was? Oh Gott. In der Schetat. Ein Schneemann ganz groß. Und dann... Ein Schneemann ganz groß. Es schetet ein Schneemann in der Schetat. An Schetat einer Schetatute. Schetatue. Ja, was könntest du dir vorstellen als nächstes zu Let's Playen? Oh, was könnte ich mir vorstellen als nächstes zu Let's Playen? Puh. Ach so, ja, Virtual Reality. Ja, genau. Das ist auf jeden Fall ein großer Plan. Kann ich immer wieder nur. Immer wieder nur sagen. So. So, jetzt warte ich eigentlich bloß noch auf. Hey! Hinstellen. Hey! jetzt kommt. Warum? Das ist gemein. Kann mir schon. Ich hätte wahrscheinlich vor den Schneemann Kopf gemusst und nicht dahinter. Ja, genau, also das weiß ich auch noch, dass man sich da hinstellen muss. Ah, Mist. Ich komme da bestimmt so nicht hoch, also muss ich anders lang. Irgendwie. Aber trotzdem, ich versuche mal mich hier rüber zu schießen. Upsa. Und dann lande ich, gerade so nicht im Tode. Ach so, ja, Superman 64 war ja auch noch. Ah. Hört auf damit. Ich will dieses Wort nicht mehr hören oder dieses Spiel. Weil es mein Lieblingsspiel ist. Nein. Ich kann mir halt wirklich nicht denken. Schön habe ich dabei gedacht, diese Ringmission zu machen. Dann macht man kurz was anderes. Dann muss man wieder die Schlinge fliegen. So. Ich hoffe, ich. Auf jeden Fall das Angry Video Game Review dazu sehr schön. Von was? Von Superman 64. Oh, ah ja, es gab's ja auch. Stimmt. So. Diesmal mache ich's richtig. Und diesmal, weiß ich nicht, nehme ich den normalen Weg. Tschüss, wer gegangen ist. Tschüss. Okay, so. Diesmal schaffe ich's. Diesmal bin ich sogar... bei dem Schneemann davor und... Muss man richtig aufpassen, dass man sich aus Versehen den Usernamen sagt. Guck! So, ich würde sagen, jetzt schaffe ich's. Ja, jetzt kommt das Teil auch hier lang. Oh, ich habe einen Schneemann gebaut. So einfach ist das also. Ich singe jetzt nicht das Lied von Frozen. Let it go, let it go! Nee, willst du einen Schneemann bauen? Was ist das andere am Anfang? Diese Frage, das ist eine gute Frage, die als letztes kam. Zeitweise mal beides. Oh. Ich glaube, du musst es auch. Also die Frage war, warst du in der Schule beliebt oder unbeliebt für die YouTube-Zuschauer? Ja, also es gab beides. Definitiv. Das heißt, der YouTube-Zuschauer ist ja sowieso auf YouTube, aber für die, die es dann später sehen. Genau. Do you wanna build a snowman?
Do you wanna fuck a snowman? Because it might be pretty cool. And when he sticks his carrot into you, you might catch a flu. Don't be. Ach nein, Moment, genau, das hatte ich nämlich mal anders getextet. So blöd das klingt. Also ja, hast du echt Text gemacht. Do you wanna fuck a snowman? You think this might be pretty cool. But when he sticks his carrot into you, you might catch a flu. Don't be a fool. ich weiß gar nicht mehr, wie das weiterging. Mist. Da war auch noch. Ich hab da auch noch irgendwie so einen Text. Da gab's so diese Szene, wo dann diese Uhr war, wo es dann auch. Wo sie das dann macht. Und da hatte ich auch eine schöne Stelle, die dazu gepasst hat. So, wo will ich jetzt eigentlich hin? Ich gehe mal zu dem Aal. Ja, ich wollte dich nicht dahin lotsen. Ich habe instinktiv gehofft, du gehst da einfach hin. Would you like to build a Yeti? Was ist das denn? Okay, nein, ich möchte nicht I Wanna Be The Guy singen. Wie gesagt, heute nicht. Ich bin mal gespannt, wie der Aria aussieht. Ob sie ihn noch hässlicher gemacht haben. Naja, es geht doch gar nicht. Wie soll das hier gehen? Ah. Ein untergegangener Schatz. Oh Gott, das geht ja gar nicht. Was ist denn das da? Ist das eine Mario-Mütze? Okay, ich wollte ja eigentlich bloß zu dem Aal. Oh. Willkommen. Also dein Charme ist einfach unwiderstehlich. Die Zuschauer haben sich verabschiedet, aber kommen wieder. Oh Gott. Okay, hier. Yoshi verschlingt seine Gegner und hat nun ein Sodbrennen. Mit Hilfe der Powerblume kann er Feuer spucken. Naja, was soll man samstags so späte Stunde auch anders machen? Kann gar nichts spucken. Das Standbild ist sehr schön gewesen. Was? Da war ein Standbild? Ja, von Yoshi, als die Textnachricht darunter war. Achso, ja. Ja, der nimmt den Mund ganz schön voll. Welche berühmten YouTuber kennst du? Na, Stuhlhase kennst du? Stimmt, ja. Wen kenne ich denn? Also, ja, was heißt kennen? Jo, meine besten Homies sind. Nein, ich kenne Phantom Genin 86. Ich kenne Friendly Firefox. Nein, ich kenne natürlich, also richtig berühmte, naja, ich weiß von so Leuten wie Gronkh. Hallo. Cold Mirror. Hallo. Wow. Er sieht übrigens aus. Der Aal. Oh. Ja, ich sehe, ich erblicke ihn gerade schon. Aber ich muss hier nochmal hoch. Lebensenergie. Internet geht wieder. Juhu! Was geht wieder? Das Internet. So, den Aal, der hat ja in diesem nix. Ich muss hier... Ist direkt draußen beim ersten Mal. Ja, aber ich muss was anderes machen. Ich muss in das Schiff. Ich meine, in der Originalversion war es so, dass man kurz mal nach oben tauchen muss und dann das rauskam. Ja, war auch so. Oder würde ich jetzt so meinen... Oh Gott, nein, ich hasse dieses Ding. Ich weiß nämlich nicht mehr, welches war. 4 Truhen. Oh, das sage, ist so schlimm. Das ist pures Trial and Error. Okay. Sieht schon mal gut aus, so. Moment, hä? Was? Was? Nein! Nein! The fuck? Nein. Du wirst es nicht glauben, was passiert. Also bei mir geht das Wasser gerade runter? Ja, eben. Wieso? Das ist ja normal. Hier waren normalerweise 4 Truhen. Ach so. Ja, da war nur eine, oder? Ja. Ja. Das ist ja unfair. Nee, ich hab grad wieder in dem Moment aktualisiert, deswegen. Ah. Ja, die N64-Version finde ich auch besser.
Jetzt aber nicht, dass du jetzt alle irgendwelche YouTuber-Namen eingibst und fragst, ob wir die kennen. Nein, also den einen von F. den kenne ich nicht. F. na gut, da gibt's zwei. Ja, aber nur einer hat, glaube ich, was geschrieben. Mark ist, ja, ich glaube, 86 geboren. Und er wird mit C geschrieben. Oh. Er heißt nämlich Kark. Hast du den armen, verängstigten Luigi gerettet? Natürlich nicht. Der ist arm und verängstigt. Warum sollte ich? Ich hasse dieses Ding. That's what she said. Okay, Guck jetzt hast mal, du was die zwei Säulen in den Boden gestampft? Ich habe gehört, Bowser sei aus dem Meer gekrochen und habe sie sich im Untergrund versteckt. Scheint, als hättest du ihn. Aha. Okay. Was mache ich jetzt als nächstes? Ich kann nochmal in dieses Level und den anderen Aal holen. Was ist denn das? Bingo! Da steckt jemand in Rätsel 3 von die Schatulle der Pandora fest. Oh Gott, das kenne ich nicht mehr. Ja, ich guck gerade, was es ist. Ach so. Da musst du den einen Schlüssel um 180 Grad drehen. Ah. Ah. Ach so, ja, stimmt, das Ding. Da, ah, ja, das so mit der Tür zu Schrader. Und ja. Hm. So, der nächste Aal. Kommt bestimmt. Layton Vicky sei Dank. So, was haben wir hier? Da ist der Aal. Blub, 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 blub. Ah. Und da ist er draußen. Und ich kriege doch bitte schon. Ja, da ist er draußen. Da ist der lange Aal draußen und ich habe den Stern schon. Ja, es ging schnell. Ich könnte ja jetzt einen kleinen Vorgeschmack geben auf eins der voll vertextet Lieder. Aber da habe ich die Musik ja dann nicht im Hintergrund dazu. Obwohl, Moment, ich könnte das Soundfile abspielen. Das ist nämlich schon eingesungen. Hehe. Da müsste ich aber mal das Spiel leiser machen. Die Siegespose von Yoshi war schön. Moment, ich mach das jetzt mal. Ich bin mal so nett. Oh. Ja, und zwar, es gibt da nämlich so ein Fischfangspiel in Rhythm Heaven Fever. So, ich mach da mal die Musik leiser und dann suchen wir mal das raus. Der Ordner, dann das hier und dip, dip, dip. Wo ist es? Wo ist es? Wo ist es? Catch of the Day heißt es im Englischen. Zack. Kann man es hören? Natürlich ja kaum was. Oh. Achso, ja, stimmt. Ich kann dich hier nicht fragen. Ich mag jeden Fisch, egal wie groß und woher. Egal ob aus dem See oder Meer. Manche würden sagen, dass ich durchgeknallt wär. Denn ich liebe alle Fische so sehr. Riecht etwas nach Fisch, dann werd ich ganz wuschelig. Ah ja, wenn ich jetzt das Fische sind lausche, das Größte für mich. Ich sag es ganz offen und bereue es nicht. Fische sind mein Leibgericht. Ich will, dass es jeder weiß, dass ich gerne Fisch verspeis. Auch gerne eingerollt in Reis. Wälz in Sahnesoße oder ein paniertes Lachsfilet. Ich krieg Hunger, wenn ich sie nur seh. Ich sag das hier nicht ohne Grund. Fisch zu essen ist sehr gesund. Egal ob dick oder lang oder klein oder rund. Ich mach einmal nur om nom 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 und schon sind sie im Mond. In Doraden könnte ich baden und in Schollen könnte ich mich rollen. Koche ich ein tolles Mal, nehm ich Aal. Und wenn ich einen geilen Barsch in meine Finger bekomm, dann mach ich einmal nur om nom 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 nom. Jo, dit war dat. Vor allem, da war das Wort Aal mit drin. Ich hab's nicht gehört, aber war bestimmt schön. Ja. Ich höre es mir dann ja später sowieso nochmal an. Oh Mann. Als ob das bei RTL 2 läuft. Oh, das ist gemein.
recht frech. Okay, Schatz. Ich will einen Schatz haben hier drin. So, oh, Nummer 1 ist richtig schon mal. Nummer 2 ist falsch. Ah, da sind aber mehrere jetzt. Ja. Ah, da okay. Da bist du natürlich nicht rausgekommen. Da. Das kann ich auch auf der Party spielen. Wenn es danach geht, dann kann ich auch singen hier. Ich drehe die Erde vor und zurück, wie es mir gefällt. Ich finde das schön. Auch wenn es von mir selber ist, aber... Ich finde das... Nein, wirklich. Das ist so ein schöner Text, den ich dazu gemacht habe. Nicht unbedingt lustig, aber schön. Passt auch schön zu der Musik. Ich mag's. Yoshi, wenn die Faust da so hochstreckt, wenn er den Stern holt. So, will ich hier jetzt wirklich weitermachen? Ich meine, hier gibt's noch was anderes zu holen. Ah. So, nämlich? Ja, klar, das Fenster da oben mit dem... Aber nicht das! Das ist nur ein Leben. Na toll. Ja, auf der anderen Seite. Ja.